Hallo zusammen, ich habe hier ein Megamobil, also Wohnmobil in Kastenwagenform. Und dieses ist neu, aber der Kühlschrank läuft nicht. Guten Glück ist er nicht für uns. Nein, wir haben das gleiche Modell. Es ist ein Vitrifrigo und da fehlt das Kältemittel. Jetzt habe ich schon einen Füllstand hier, zum Schauen, was da geht. Das Problem ist eigentlich ganz einfach, nicht sauber gearbeitet beim Montieren. Wir schauen das mal von innen her an. Man sieht jetzt schlecht, die Kamera ist nicht. Das ist ein Vitrifrigo Slim 150, den gleichen gibt es von uns. Und hier, jetzt ist ein bisschen zu viel Kältemittel drin. Das sieht man, weil hier die Leitung vereist, aber da arbeiten wir noch dran. Hier an dieser Kupplung, die war nicht angezogen. Also wir haben jetzt hier rund eine halbe Umdrehung anziehen können. Wenn die nicht angezogen sind, sind sie einfach nicht dicht. Der Rest hier ist okay. Ich weiß nicht, wie die Belüftung ist hier. Also die Belüftung hier beim Einbau ist ein bisschen knapp. Das heißt, man müsste hier einen Luftkanal machen, dass es effektiv die Luft durch dieses Gitter schön ansaugt. Nicht, dass die Luft hier innen zirkuliert. Das heißt, vom Belüften her könnte man hier, wenn man hier ein größeres Gitter reinmacht und dann das Aggregat kanalisiert, dass es hier zum Beispiel reinsaugt. Ventilator ist drin. Wenn man hier zum Beispiel ein größeres Gitter reinmacht und dann der Lüfter ist drin, dann zieht es die Luft hier an, die Luft kanalisieren und hier wieder ausblasen auf der Seite, dann hätte man eine wesentlich bessere Belüftung, weil die Luft, das kleine Gitter, was da ist, das ist zu klein. Wir empfehlen 120 x 120 mm Durchmesser und das Gitter hier, das ist wesentlich kleiner und es ist keine Abluft vorhanden. Das werde ich jetzt dem Kunden so mitteilen, dass er das im Prinzip dann besser macht. Dann geht auch der Stromverbrauch von diesem Kühlschrank noch ein Stück runter. Ja, das von diesem Megamobil. So heißt das Ding, ja. Und sieht toll aus, ist großzügig, geräumig. Aber der Kühlschrank lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, vor allem der Einbau besser belüften und vor allem die Kupplungen beim Montieren zusammenschließen. Hier verlinke ich euch ein Video über den Slim 150 von Wemo. Vitrifrigo ist das gleiche, kommen aus dem gleichen Loch raus. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.